Hallo, da bin ich schon wieder. Diesmal mit dem Dieters kleine Schnäppchen-Welt-Hall. Fangen wir mal mit dem Unspektakulären an. Exakonta-Karteikarten in DIN A5. Kosten bei Dieters kleine Schnäppchen-Welt 3,99. Ja, ich benutze sie zum Stempeln mit meinen Stess-On. Das ist schön dick, 205er Grammatur halt. Und so ein bisschen glänzend. Und wenn man das dann macht, hat das immer so ein bisschen was, ja, wie so ein Chipboard, Cardboard, Aufleger so, ne? Also braucht man gar nicht mehr viel unterfüttern dann. Das gleiche habe ich mir dann auch nochmal in A4 geholt. Kostet 6,99 für größere Stempel halt. Und ja, jetzt habe ich erstmal wieder einen guten Vorrat. Kann ich erstmal wieder stempeln. Sollte ich mal mitmachen, ne? Dann, ja, das ist ein Geschenk. Ich denke mal, wenn man sich so die Fische da anguckt, ist das wohl irgendwas für Kommunion, oder? Das mit den Fischen ist doch Kommunion, oder? Ich weiß es nicht. Gut. War jedenfalls als kleines Geschenk dabei. Ich kann da jetzt so nicht mit, aber ja, gut, man weiß es nicht. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal irgendwo eine Kommunion, wo ich dann die Karte basteln muss. Gut, dann habe ich für 2 Euro von Fessen kreativ permanenten Sprühkleber. Manchmal ist Sprühkleber halt einfach besser, gerade wenn man so filigrane Stenzel ausgestanzt, also filigrane Sachen ausgestanzt hat, dann ist so ein Sprühkleber ganz gut. Ansonsten, ja, bin ich eigentlich eher für Flüssigkleber, aber für 2 Euro habe ich gedacht, ach komm, nimmst du mal mit, probierst den mal aus. Habe ich das jetzt richtig gezeigt gehabt? So. Also, ist halt, ja. Sprühdose. Wie viel ist denn da überhaupt drin? 150 Milliliter. Wird eine Weile lang, weil so viel brauche ich das nicht. Dann habe ich einmal ein Stempel für eine Trauerkarte. Das Leben ist begrenzt, doch die Erinnerung unendlich. Ja, fand ich jetzt für eine Trauerkarte eigentlich ganz schön, also nicht so schwer und belastend, sondern so ein bisschen, ja, es ist eine Trauerkarte, aber eben nicht so schwarzes Kreuz auf weiß oder so, ne, so oder betende Hände. Das ist immer so erdrückend, finde ich. Und das hat hier so eine gewisse Leichtigkeit mit der Pusteblume und den fliegenden Pusteblumensamen da. Fand ich ganz schick, wie gesagt, für Trauer. Ja, habe ich auch nicht so viel. Und ja, kostet, glaube ich, wenn ich das jetzt so schnell finden würde. Trauer 3,75 sind von EFKO. Wie gesagt, Dieter hat halt allen möglichen Kram von allen möglichen Marken. Das ist jetzt zum Beispiel, der Stempel war teuer. Aber das ist eine Künstlerin aus der Ukraine. Und ich finde, wenn man das irgendwie unterstützen kann, dann macht man das. Also der hat 8 Euro gekostet. Ist eigentlich so eine Welcome-Baby-Karte. Aber ich habe gedacht, nur den kleinen Hasi zu Ostern im Kohl, ich fand den so herzallerliebst. Der ist so niedlich, guck mal. Ne, also der ist für Ostern und nicht zum Welcome-Baby. Ich kenne in meinem Alter keine Leute mehr, die Kinder kriegen. Meine Tochter wird mir den Gefallen nicht tun. Also, das ist hier noch einer von EFKO, auch 3,75. Und das ist liebe Grüße, alles Gute und für dich. Das sind so Dinger, die kann man immer gebrauchen, dachte ich mir so. Dann habe ich hier von Marianne Design so eine Schablonen, also Stencils, die heißen Stencil Einis Bubble und Sparkles von Marianne Design. Aber das sind hier so Pünktchen und Kleckse und das finde ich hat so ein bisschen was von Feuerwerk. Wenn man das so in verschiedenen Farben so macht, könnte das so explosierendes Feuerwerk sein. Fand ich ganz hübsch. Und vor allem für Wird war das 3,50? Na ja, komm. So, dann haben wir hier noch ein Stenzel.
Der war, glaube ich, ein bisschen teurer. Wie gesagt, wenn ich krank bin, dann ist mir das auch alles egal. Nee, das ist es nicht, das ist es nicht. Ballon Sweet Stories Nummer 191. Das ist von Studiolite. Und das sind so zwei. Einmal macht man die Ballons in verschiedenen Farben und dann macht man nochmal das Konfetti oben drüber in einer anderen Farbe. Und dann sieht das dann so aus. Wenn man jetzt nicht so. Ne, man kann ja schönere Farben nehmen. Aber wie gesagt, von Studiolite fand ich auch völlig in Ordnung für 5,50 €. So, das hatten wir. Ja, dann hatte ich mir dreimal Nuvo Drops bestellt. Das Raspberry Pink ist nicht lieferbar. Das kommt mit der nächsten Bestellung. Oder ich kriege das Geld zurück. Dann habe ich hier noch einmal Wedgwood Blue. Wedgwood Blue, keine Ahnung. Und Glossy White. Stück 2,50 mit Glitzerdeckel. Guck mal. Ich weiß nicht, was die sonst so kosten, aber ich fand 2,50 eigentlich völlig in Ordnung. Kriegt man auch von bis. Gut, und dann noch was zu Ostern. Einmal eine Schablone wieder, so ein Stencil mit Eiern und Blümchen und. Und dazu der passende Embossing-Folder. Ne, also, das ist genau das gleiche Muster. Und ich hatte halt gedacht, ich emboss das und pack dann die Schablone hier rauf, den Stencil, und kann dann mit meinem Maya-Gold wirklich nur das Emboste anmalen. Weil wenn man das sonst so macht, das landet dann doch in den Rillen. Und ich will das wirklich nur auf dem Erhabenen haben. Teste ich aus, weil ich muss ja sowieso noch paar Karten basteln für meine Weihnachtsgeschenke dann. Ostern, gute Besserung etc. pp. Und dann werde ich die hier mal für die Osterkarten ausprobieren. Ja, und das ist noch ein anderer. Das ist so ein Kreis, wo die Häschen hier sich jagen mit Eiern. Und das ist die passende Schablone dazu. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das gedacht habe. Ansonsten setze ich mich in die Ecke und weine und male mit Maya-Gold nur noch Steine an oder mit meinem Inka-Gold. Keine Ahnung. Dann bin ich frustriert. Gut. Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt über das kleine Schnäppchenwelt, fragt ruhig, schreibt das in die Kommentare. Es dauert wirklich immer eine Weile, bis man seine Sachen kriegt, weil das ist immer so in Runden. Jede Runde geht einen Monat und am Ende des Monats kriegt man die Abrechnung und nach der Abrechnung dauert es nochmal so 2, 3 Wochen. Wenn es ganz viel war, kann es auch 4 Wochen dauern. Also man muss eine Weile warten. Also es ist halt so ein One-Man-Show, die da ist, ja, sein Lebensgefährte oder sein Ehemann hilft ihm ab und zu. Aber ich glaube, der macht eigentlich auch noch was anderes. Und dann kommen am Wochenende mal ab und zu ein paar Helferlein, die da so eine Wundertüten packen und so. Aber hauptsächlich reißt er das Ganze allein und er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und ja, manchmal kann er dann halt auch nicht so schnell, wie er gerne wollte. Ne? Also ein bisschen Geduld braucht man. Aber das, was man kriegt, ist immer alles toll. Es entspricht genau der Beschreibung. Und ihr kriegt da wirklich alles. Ihr kriegt da Paperpads von Studiolite, von Clarabella und wie sie alle heißen. Kann ich alle gar nicht sagen, weil mich Paperpads so eigentlich nicht interessieren. Aber er hat ein ganz großes Sortiment an EFCO-Stempeln. Er hat ganz viel für hier Schmuck basteln, also Perlen, Engelflügel, Anhänger und. Davon hat er ganz viel. Dann gibt es auch ein Album nur mit Klebesachen, so Foampads, so dieses Tacky-Glue-Klebeband, also die Sticky-Tape, genau. Sowas alles. Dann hat er immer mal wieder so Aufbewahrung, Tüten, Kartons, Täschchen etc. pp. Ja, wie gesagt, es gibt da so viel. Und jeden Monat kommt ein neues Album mit so Wundertüten,
was weiß ich, Wundertüte, Perlen. Man weiß nicht, was man kriegt. Man bezahlt da seine 10, 15, 20 Euro oder was auch immer. Der Warenwert, den man kriegt, ist deutlich höher. Aber man hat halt keinen Einfluss darauf. Ne? Es kann dann halt sein, dass man sagt jetzt, ich nehme das Stanzenpaket, dass da ein paar Stanzen bei sind, die einem nicht gefallen. Ja, aber Gott, man kennt doch immer jemanden, dem man mal was schenken möchte oder es weitergeben möchte oder. Ich sag mal, also ich habe mir schon mal so eine Wundertüte bestellt, da waren zwei Sachen drin, die ich jetzt nicht so prickelnd fand. Also alle anderen fand ich toll, habe ich mich richtig darüber gefreut. Habe ich, glaube ich, für 30 Euro gekauft und da waren wir von 120 oder 150, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall deutlich mehr. Klar, es sind jetzt nicht die aktuellsten Sachen. Viele sind Restposten, Auslaufdinger und. Aber es gibt halt so Wundertüten mit Bastelkram für Schmuck, Wundertüten mit Stanzen, Wundertüten mit Schablonen, Wundertüten mit Papier und dann in jedem Album halt auch immer andere Sachen. Jetzt ganz aktuell hat er zum Beispiel Wolle, so Farbverlaufwolle und so. Einfach mal reingucken, wirklich. Also wer da nicht fündig wird, ja, der hat schon alles. Tut mir leid, ist halt einfach so, ne? Gut, das war mein kleiner Haul von Dieters kleine Schnäppchenwelt. Der nächste wird schlimm. Ich habe so geheult, als ich den Preis gesehen habe. Aber da war eben wieder so ein Deal-No-Deal. Da stellt er so 500 Bilder, also zweimal 500 Sachen ein. Und dann kann man sagen, ja, bin ich bereit, 3 Euro für zu bezahlen, bin ich bereit, 5 Euro für zu bezahlen. Was auch immer das ist, da sind von Tonic Studios so ganz große Stanzdinger für Torten und was weiß ich was. Es ist halt immer was er halt so reinstellt. Ja, und dann schlägst du dich mit den anderen Basteltrina um die Sachen und manchmal eskaliert das. Also manchmal bezahlen einige wirklich mehr, als wie man es auf woanders kriegen würde. Aber das ist dann einfach auch so dieses, ja, das ist wie damals bei eBay, ne? So 3, 2, 1 meint so, ne? Da überbietet man sich gerne mal und eskaliert dann halt auch manchmal. Und wie gesagt, dann sind aber auch viele Sachen, die interessieren keine. Da haust du dann halt was rein und dann sagt die dir entweder Deal, wenn dem der Preis, wenn er sagt, kann er mit leben, oder er sagt halt No Deal, da musst du halt nochmal ein bisschen was nachlegen, wenn er sagt, nee, Mädel, also verschenken wollte ich es eigentlich nicht, ne? Also, ja, macht halt Spaß, läuft halt immer dann so einen Tag und dann geht er dann abends durch und sagt Deal oder No Deal und dann weißt du, ob du es hast oder nicht oder ob du überwoten worden bist, muss man halt ab und zu mal nochmal nachgucken. Also ich habe mir jetzt angewöhnt, ziemlich zum Schluss reinzugehen, wenn alle anderen schlafen sozusagen, nein. Aber dann zu gucken, wo noch gar nichts drauf ist, da dann drauf zu bieten oder da zu gucken, was ich unbedingt haben will. Und dann muss ich halt überlegen, wie weit gehst du, ne? Also, ja, und da waren halt so zwei Sachen, die wollte ich unbedingt haben. Und ja, nicht rumheulen. Ich freue mich schon drauf, wenn das Paket dann irgendwann kommt. Abrechnung kam letzte Woche. Ja, schauen wir mal. Also spätestens 3, 4 Wochen sollte das Paket denn da sein. Und dann zeige ich euch, was ich da alles gekauft, ersteigert und zusammen. Da hat zum Beispiel auch so schlichten Cardstock, Knoten in der Zunge. Das ist seit Corona, habe ich Wortfindungsstörung. Das ist schlimm. Das ärgert mich wirklich. Also so strukturierter 12x12-Inch-Kartstock in einfarbig, in allen Farbschattierungen. Also vor allem, wie gesagt, so 12x12 in schlicht finde ich schon mal ganz geil. Habe ich auch zugeschlagen. Das ist so schlimm. Das sind immer so 10er-Packs. Ja, ich werde euch das alles zeigen, wenn es nächstes Mal da ist. Für heute ist es nur das hier. Hat auch gelangt. Und wenn ihr neugierig seid, geht einfach mal rein. Ne? Dann müsst ihr halt einfach die Teilnahmebedingungen akzeptieren. Ja, gut. Musst du halt überall, ne? In so Gruppen, wo du was kaufen oder was weiß ich was, das finde ich jetzt völlig normal. Ja. Und alles Weitere sieht man dann halt so. Das ist erklärt, ist eigentlich selbsterklärend. Aber wie gesagt, falls ihr da noch Fragen zu habt, gerne fragen. Und ansonsten lasse ich euch für heute, glaube ich, erstmal in Ruhe. Weil jetzt muss ich erstmal meinen ganzen Kram verräumen. Und dann werde ich mir mal meine Stempelsachen packen.
und schon mal so ein paar Sachen stempeln für meinen Plan, da meine Karten zu machen. Aber auch da halte ich euch dann zwischendurch mal auf dem Laufenden und zeige, was ich da so gebastelt habe. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen, also hier ist Tatsache sonnig heute, sonnigen Tag und eine schöne Woche und wir hören uns. Bis dann, tschüss.